Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Heute steht bei EA alles im Namen der Upgrade Packs und dort haben wir drei neue erhalten. Unter anderem die 85x5 Upgrade SBC, die wir auch in diesem Video mal abhandeln werden und ich zeige euch da einen günstigen Lösungsweg. Außerdem haben wir eine Upgrade 82x88 und eine 81 Spielerwahl SBC. Okay, das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr schmackhaft an. Die Investoren kommen natürlich jetzt auf ihre Kosten, beziehungsweise wir, die diese SBC lösen wollen. Aber nichtsdestotrotz sind wir alle packsüchtig und ich glaube, einmal kann man die mitnehmen. Ich werde sie euch in diesem Video leider nicht zeigen können. Ich habe einfach keine Coins auf der Uhr und ich werde das aber nachtragen. Das könnt ihr einfach in meinem Community-Reiter sehen. Ich werde diese SBC abschießen mit meinen ganzen Untrades und dann zeige ich euch auch gerne, was ich gezogen habe. Aber ich brauche noch ein paar Coins und ich will euch aber gerne eine schnelle Lösung zeigen und die habe ich hier. Wir benötigen hier einen Team of the Week Spieler. Dort haben wir Haller gewählt. Eine Teamgesamtbewertung von 85, Team Chemie von 75 und natürlich 11 Spieler. Ja, was kostet diese SBC? Ja, ist nicht ganz günstig. 160 bis 180.000 Coins müsst ihr dafür momentan hinblättern und eventuell wird es sogar noch ein bisschen teurer. Ja, das ist der Markt. Jeder will diese SBC abschließen und deswegen habt am besten, ihr sucht euch ein Team raus, wo ihr viele Untrades habt und dann seid ihr ja auf jeden Fall auf der kostengünstigeren Seite. Okay, schauen wir uns jetzt die Spieler an, wir gehen der Reihe nach durch. Ihr könnt dann das Video an der jeweiligen Stelle pausieren und euch die Spieler vom Transfermarkt ersnipen. Das ganze Team, so wie es jetzt hier ist, könnt ihr 1 zu 1 nachkaufen. Ihr benötigt dafür keine extra Loyalität und auch keinen Positionswechsel. Aber na gut, legen wir los. Let's go. Und damit haben wir diese SBC bereits gelöst, kurz und knapp, so wie ihr es möchtet. Und damit verabschiede ich mich auch tatsächlich schon. Ihr könnt aber noch gerne den Hinweis geben oder beziehungsweise euer Feedback lassen, was ihr gezogen habt. Nennt man das Feedback? Nein, einfach. Schreibt es einfach in die Kommentare, was ihr gezogen habt. Würde mich mal sehr, sehr interessieren. Ich habe schon einige Screenshots auf Twitter gesehen. Ja, hält sich teilweise in Grenzen, aber tatsächlich habe ich auch schon einen sehr, sehr guten Pick gesehen mit zwei What-If-Spielern und ja, würde mich mal interessieren, was ihr so gezogen habt und wenn euch das Video gefallen hat und ihr dank mir auch vielleicht zur richtigen Lösung gekommen seid, würde mich natürlich einen Daumen nach oben sehr, sehr motivieren und falls ihr zukünftige SBC-Lösungen nicht verpassen möchtet, abonniert auch gerne kostenfrei meinen Kanal. In diesem Sinne, reingehauen, wieder schauen, Peace und ganz viel Pack.